Haukola, tuu nittu kauo. Ferris wheel. Wir lassen hier weiter die Swing. Wie gefällt es Ihnen hier? 100%. Voriges Jahr war ich schon mal schönes hier gewesen. Wetter. Schönes Wetter. Toll. Ja, es gefällt uns hier einfach irgendwie. Deswegen sind wir nun auch schon das zweite Mal hier. Dame des Standes. Ja. Es sind alle in so ganz tollen Kostümen angereist. Dauert es lange, bis man das zusammengesammelt hat? Ist es teuer? Teuer, ja. Und wenn man anfängt, kann man nicht mit einmal alles so ganz hundertprozentig stilecht haben. Aber man arbeitet sich nach oben, Stückchen für Stückchen. Wir sind schon ein paar Tage hier, gefällt gut. Ja. Und du bist 5 Jahre dabei. Oh, von Anfang an? Ja. Und du bist Trapper? Ja. Hast du einen Namen? Black 3. Wir stehen jetzt quasi vor dem eigenen Truck. Dann haben wir Bettina und Gerd. Und es gefällt uns sehr, sehr gut. Ich heiße Nico. Ich bin 10. Und du hast die Uniform von den Südstaaten. Von den Südstaaten an. Fantastisch. Was gefällt euch besonders in Dedinghausen? Dass es hier alles so familiär zugeht und dass wir eigentlich immer schönes Wetter haben. Das war wirklich jedes Jahr. Ja, genau. Nächstes Jahr seid ihr wieder dabei? Immer. Ja, fantastisch. Sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Wie viele sind gekommen? Da sind so ca. 170. Das sind die Cowboys und Indianer? Hauptsächlich Hobbyisten und Authentiker und natürlich unsere eigene Gemeinschaft, die sich aus allen Bereichen von Deutschland, kann man bald sagen, zusammensetzt. Ja, also ich muss mich auch natürlich recht herzlich bedanken beim Schützenverein Dedinghausen, der uns das Gelände zur Verfügung stellt, beim Bürgerring Dedinghausen für die Bürgerhalle, für die WC-Benutzung und so weiter. Das ist ganz wichtig, weil wir nicht so viele Leute aus Dedinghausen sind. Ne? Aber nächstes Jahr freue ich mich dann, wenn es funktioniert, ja. Talksha, ake, wachia, king, telo.